Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Voodoo.de und heute zocken wir mal ein Spiel aus meiner Steam-Bibliothek. Und zwar The Colonists. Ist für mich ein Blind-Let's Play. Ich habe extra mich nicht vorbereitet, weil ich das jetzt zusammen mit euch mal erkunden will. Das Hauptmenü ist das Erste, was ich jetzt sehe. Wir drücken einfach mal auf Campaign und dann schauen wir mal, was passiert. Hier können wir anscheinend irgendwie auf 1 drücken. A new dawn, after countless years traveling through space, you find a habitable planet. Okay. Also, wir finden wohl einen Planet, der bewohnbar ist. The story so far. By the middle of the 21st century, significant advancements had been made in the fields of robotic and artificial intelligence. Scientists had begun developing self-aware printable robots. Druckbare Roboter, capable of simulating human needs for sustenance and shelter. Faced with an indefinite future of servitude, one group of robots hatched a plan to create a new life for themselves. Realizing there would be no place on Earth, they could enjoy freedom without persecution, they looked to the heavens. They commandeered the nearest rocket ship and flew out into the darkness of the solar system in search of a new home where they would be free to fulfill their dream, to be human. Also die Robots, die wollen human sein. Oh, das sieht ja knuffig aus. Oh, guck mal, wie süß. Hallo. Tutorial, das ist gut. At last, Terra Firma. We have finally reached a habitable planet and we can set our wheels to ground. You are Dronebot Voodoo.de and are in charge of colony operations. This looks like a good island to test our anthrobotic systems. While your crew are unloading your few starting resources, here are some basics. Okay, wir können die Kamera also mit WASD hin und her steuern, ist ja ganz klar, und rotieren mit Q und E. You can also use your mouse. Right-click. Dann können wir das so hin und her bewegen. Mausrad, um zu zoomen. Und mittlere Maustaste, um die Ansicht zu drehen. Also es ist alles Standard und das ist gut so. Kann ich euch schon mal sagen. Aha. You have a few resources to get your colony up and running. You can see how many of each resource you currently have in storage in the bottom left of the screen. Click the flashing locks icon to open the resource info panel. Also hier sind anscheinend unsere Ressourcen. The resource panel tells how many locks you currently have stored. Also locks sind natürlich Baumstämme. And how much that number has changed over the last day or week. Below that is the list of buildings where the resources are stored. So, you currently have 16 locks stored in your colony ship. Also, wir haben 16 Baumstämme. Click the highlighted tab to go to the locks overview panel. Production 0%. Okay, super. This section tells how many locks you're producing and how many are in demand. This is a good panel to check whether you're producing enough of a resource. Okay, das ist schon mal cool. Also, wir haben hier den Bedarf und die Produktion. Das heißt, wir können jedes Mal halt gucken, ob wir mehr benötigen, als wir produzieren oder umgekehrt. Locks are an important construction material and your colony ship has a basic replicator, which slowly produces locks to ensure you never completely to run out. Also, wir haben auf unserem Raumschiff quasi einen Duplizierer, der ganz langsam auch noch Holz generiert, damit wir nie ohne Holz sind. Aber wir brauchen auch noch mehr Holz, also sollen wir eine Holzfällerhütte bauen. Close the resource panel. Now click the flashing icon. Da unten in der... Ah, das ist jetzt hinter mir. Warte, ich mach mal gerade aus. So, da unten in der Ecke. So. So. Lumberjack, in this construction panel, the arrows tell you which resource the building produces and the resource required to do so. It also shows the construction materials and how long construction will take.
So, wir brauchen also Bäume natürlich und Energy Level 1. Aha. Ah, und jetzt können wir das hier hinbauen. Also ich denke mal, wir sollen es dann natürlich dahin bauen. Sehr schön. So, your lumberjack hood needs a lock for it to be constructed, though. You can see there's an outstanding demand for locks by the icon on the building. Also wir brauchen Baumstämme hier mit, und das rote Icon zeigt uns das an. Click on the flashing lock icon. So, this panel tells you the construction progress and how many resources are needed. The red circle on the locks icon means that this lumberjack immediately needs locks for construction of the building. Also wir brauchen, hier ist der Fortschritt von dem Bau quasi und hier sind die Anzahl an Baumstämmen, die wir noch brauchen, also zwei. You have some locks at the colony ship. Also wir haben hier ja noch welche an unserem Raumschiff. But there is no route to your lumberjack yet, as indicated by the yellow alert. So, also hier, wir haben keinen Weg. Das heißt, wir müssen anscheinend Wege bauen. Resource move around your colony along roads. Let's build one. So, also wir gehen nach unten in das Menü und bauen dann mal eine Road. So. Roads can be between 4 and 6 tiles long. Build another route to connect your lumberjack. So. Great. Each road has a carry board. So, und jetzt sehen wir mal. Hey, das ist wie Siedler. Kennt ihr das noch? Dass auf jeder von den Straßen hier, also quasi jetzt die da und die da, die haben alle einen Warenträger. Und das war bei Siedler ganz am Anfang auch so. Und da haben die das hier immer abgestellt. Und dann haben die es immer von Fahne zu Fahne gebracht. Also das ist quasi Siedler mit Robotern. Cool. The Lumberbot has arrived and has headed off to work. You may have noticed that another resource was delivered to the Lumberjack Hut. Click on your new Lumberjack Hut. Okay. Hier geht. Aha. Was, das braucht Energie immer? Boah, guck mal, wie schnell das runtergeht. The production panel of building tells you the needs that in current output of the building. Some bots, such as Lumberbots, need extra power to carry out their job. Krass. This extra power is provided by the energy source. This panel tells you that the Lumberbot needs one level one energy resource per day to keep working. Krass. Also, wir brauchen Energie. Manche Roboter brauchen Energie, um zu arbeiten. Macht durchaus Sinn. Und unser Kolonieschiff, das generiert aber eine kleine Menge an Energie immer automatisch. Aber wir brauchen anscheinend natürlich immer mehr später. You can generate additional energy at residences. So, let's build your first residence. This panel now tells you how much energy L1 this residence can generate. The level 1 residence turns one water and one food resource into one energy. Also wir können hier einmal Wasser und einmal Essen in ein Energie umwandeln. So, und wenn, und jetzt seht ihr, das passt hier nicht richtig, dann müssen wir das mit R einmal richtig rotieren. Again, you need to connect the building to the road. Das machen wir doch jetzt auch mal. Ach so, die müssen immer 4 mindestens lang sein oder was, ne? So. So, ihr seht, der bringt jetzt hier Baumstämme hin. Was, you can increase. Wir können die Spielgeschwindigkeit einstellen mit hier oben oder mit Z. Und Pause können wir auch Leertaste machen. Gut. The residence is finished, but as the icons above, the building show the house but doesn't have the required energy to produce. Okay, to produce energy, the first resource
Arizona needs. Wir brauchen also Wasser. Das heißt, wir bauen jetzt einen Brunnen. Gebäude müssen nicht unbedingt an den Straßen sein, sondern können auch durch Wege verbunden werden. Aha. Gut, dann bauen wir mal einen Weg. Na gut. Your well will soon be built and water will be supplied to the residents. Because the well and the residents are connected by a path, the stackboard can deliver the water directly. This means the water resources not impact your road network and can help reduce traffic on your roads when your colony grows and gets busier. Also das Wasser, das hat keinen Einfluss auf unseren Straßenverkehr, sag ich jetzt mal. Ah, und die nächste Ressource, Essen, da gibt es Fisch oder Fleisch. Moment, Roboter essen Fisch oder Fleisch? Ja, sie wollen ja wie Menschen sein. So, jetzt sollen wir also eine Fischerhütte an der Küste bauen. Oh, wir können es sogar seitwärts flippen. Aha. Mhm. So, warten wir mal, bis sie das gebaut haben. Sieht übrigens voll süß aus hier, diese Pixelfische. Also ich mag die Grafik, ne? Die ist knuffig gemacht, die Roboter sind relativ wuselig. Kann schon irgendwie was. So, und die Fischerhütte ist fertig. You have some stone deposit just outside your territory. Ah, da. Wir haben Steine. You can mine this stone deposit with the surface mine, but only once the deposit is inside. Also wir können das hier abbauen, aber nur, wenn das in unserem Bereich ist. Und wie wir sehen, ist das noch nicht in unserem Bereich. Und was brauchen wir? Ein Watchtower. Also ihr seht schon, dass ein Wachturm, das ist quasi 1:1 von die Siedler abgeguckt, weil auch bei die Siedler haben wir unseren Bereich mit einem Wachturm erweitert. Watchtower. So. So, und schon geht's gleich los. Also ich finde, das sieht knuffig aus, oder? Ist schon ganz cool gemacht. Guck mal, der schläft, der macht noch Zzz. Klopf, klopf. Wieso guckt er denn hier hin, während er da schlägt? Hm. Oh, das braucht, glaube ich, ein bisschen mehr. Wir gucken mal. Ja, 8. Das braucht sogar 8 Holz. Was ist mit dem los? Ich glaube, hier ist zu viel Verkehr, kann das sein? Ja. Ich glaube, wir hätten hier lieber eine Straße hinbauen sollen, oder? So. Guck, jetzt geht's auch schon wieder weiter. Da war unten Stau. Das kennen wir auch damals noch von den Siedlern. Da war immer Warenstau.
Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ist zwar natürlich eine Kopie, sagen wir mal schon, aber eine coole. Es ist ganz knuffig gemacht. Und die Steuerung ist halt auch wirklich sehr, sehr einfach. Die ist sehr schön gelungen. So. Achso, wir können ja vorspulen, ne? War jetzt auch zu spät. So, jetzt kommt hier der Wächter. Und Achtung, jetzt müsste... Sehr schön. So. Oh, scheiße, wir hätten noch was anderes bauen müssen in der Zeit. Forestry. Ja, ich würde sagen, das bauen wir dann direkt hier hin, damit der andere da was zum Schleppen hat. So. Was will der? Set the area in which the tree bot can plant trees. Das ist natürlich ziemlich cool, ne? Ja, da kann er das doch gerne überall machen. Oha, ich hoffe, das haben wir jetzt. Habe ich das jetzt gelöscht? Ah, hier kann man das oben anklicken. Was mir ein bisschen fehlt, ist so ein Mouse-Over. Wenn ich jetzt hier drüber halte, dann, dass ich dann sehe, dass ich anklicke. Great, your territory has expanded and now includes the stone deposit. Go ahead and build a surface mine to mine the stone deposit. Passt das so? So. Jetzt geht's auch schon los. Guck mal, hier, der pflanzt jetzt schon fleißig Bäume. Hier steht auch sogar bei jedem einzelnen Baum, wie weit der schon gewachsen ist. Die Zypresse ist bei 32%. Das ist schon cool. Und hier kloppt er ordentlich Bäume. Wir können noch mal ein bisschen Gas geben. Nice work. Your minerbot will now head off and begin harvesting stone. You may have noticed that the surface mine also requires energy. Click on the energy panel in the bottom left to check the coin's energy demands. Also hier unten, links in der Ecke. Wir haben 0, oder was? Oh. Mist. Wir brauchen 3 am Tag, produzieren aber nur 1,3. Das ist schlecht. So, das heißt, wir brauchen mehr Control. Wir brauchen mehr Residences. Na Mist, hier machen wir jetzt... So. Ich denke, jetzt geht es nochmal besser. So, einen Hammer. Guck, jetzt produzieren wir schon 3,3 und brauchen aber nur 3. Das passt gut. Und jetzt, wenn der fertig ist, müsste doch eigentlich jetzt... Ah ja, plus 3,3. Das hat sich aber jetzt nicht geändert. Na egal. So. Ah. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch direkt wieder eine neue Fischerhütte. Wo war das hier? Genau. So. Und ein Brunnen.
Genau. Zack. Zack. Und eine Fischerhütte. Tok, 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 tok. Fertig. Tutorial. When you're ready, it's time to move on to somewhere with a bit more space. Ja. Das heißt, wir haben das Tutorial tatsächlich abgeschlossen. Hey, guck mal hier, der auf dem Wachturm. Das sieht ja total bekloppt aus. Mal gucken, was jetzt kommt. Bäm. Hallo. This location looks a bit more promising. Let's build a small monument to celebrate. Aha. A small monument requires more advanced materials, including iron. And we're going to need to research technology to upgrade and unlock more advanced buildings. Aha. Wir haben also keinen Fisch. Wir brauchen eine Schaffarm. Aha. Guck mal, boah, jetzt ist hier unten. Schaffarm, Cider Press, Orchard, Shaft Mine, Fletcher, Blacksmith, Blast Furnace, Workshop, Storage Yard, Small Monument und Road Layer. Aha. Na gut. Was? No starting at the post outside the colony sheep. Connect to the sheep farm using roads. Ja, das war jetzt vielleicht so nicht geplant, aber naja. Gucken wir uns nochmal die Schaffarm an. Sind das jetzt Robo-Schafe? Nee. Sind tatsächlich echte. Gucken, wie knuffig. Your sheep farm won't produce at its most optimal rate until you place the full 50 pastures. Click on the yellow alert above the... Ah. Wir machen mal Auto-Place. Boah! Great. Boah, guck mal. It's time to build this colony on your own. Aha. Also jetzt geht's dann halt quasi los. Das heißt, wir würden jetzt hier mal zumindest schon mal so eine Residence bauen. Würde ich einfach mal sagen. Oder... erstmal ein paar Straßen, damit hier mal irgendwie schon mal ein bisschen Struktur reinkommt. Vielleicht hier noch eine. So. Und wir haben ja gelernt, wir brauchen für eine Residence erstmal einen Brunnen. Brunnen und eine Fischerhütte. Oder auch nicht. Aber ich glaube, da die produzieren ja schon Fleisch. Das heißt, wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen nur Wasser und Fleisch. Das reicht. Wir können ja hier eh noch keine hinbauen. Aber jetzt können wir natürlich eine Residence bauen. So, hier. Und hier. So. Holz und Stein ist natürlich auch wichtig. Das heißt, ein Lumberjack brauchst du auf jeden Fall auch.
was sagen, dass wir den hier hinbauen? So. Und natürlich auch direkt den Forest Tree, damit der dann halt auch wieder die Bäume pflanzen kann, wenn wir sie gefällt haben. Das war irgendwie doof. Kann ich das abreißen? Destroy. Sehr schön. So, genau. So, und jetzt können wir hier wieder schauen. Wie wir das hier pflanzen. So, passt das doch super. Das ist doch geil. Klock, klock, klock. So, jetzt haben wir schon mal Holzproduktion. Strom, also Energie. Wir müssen aber trotzdem noch mal eben schauen hier. Okay. Hä, wieso haben wir nur so eine geringe Produktion? Muss ich das verstehen? Hier ist viel Fleisch. Wasser auch. Wir machen noch eine Mine. So. So, ist verbunden. Was ist das hier oben eigentlich? Irgendwelche Hinweise? Naja. Ach, hier sehen wir, was wir machen müssen, um diese... Ups. Um dieses Ziel zu erfüllen. Also wir brauchen ein größeres Territorium. Wir brauchen einen Workshop. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Eisen. Das ist natürlich alles... Also das müssen wir natürlich alles jetzt finden. Ne? Also zum Beispiel würde ich jetzt hier jemanden Wachturm hinbauen natürlich. Am besten so, dass sich das auch lohnt. So. Und schon geht's los. Ihr wisst ja, der Wachturm dauert länger, haben wir gelernt. Aha. Und da können wir jetzt natürlich mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Aber das ist natürlich alles... So. Immer noch nichts. Also ihr seht schon, was? Code Deposit with Site. Ah, da, guck mal. Da ist es. Ha. Und da ist, das ist, nee. Wo haben die denn Kohle gefunden? Da. Hier ist Kohle und da ist Eisen. Ne? Und da, so wäre das halt jetzt, da musst du halt dann schauen, dass du das abbaust. Ja. Leute, das war doch ziemlich interessant, fand ich jetzt. Wir können natürlich jetzt auch mal schauen, was das kostet. So, wir gehen mal auf Steam. Und ja, das, ihr seht, die Bewertung ist größtenteils positiv. Das ist schon mal gut. Und es kostet 25 Dollar. Das ist natürlich schon kein geringer Preis. Das ist ordentlich. Aber ich finde, das funktioniert auch. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie schlecht programmiert. Ich habe keine Bugs gefunden. Die Steuerung ist sehr eingängig, sehr perfekt. Und ja, ihr seht auch, wie große Sachen man hier dann auf Dauer machen kann. Wir haben hier Schiffe. Guckt euch mal hier zum Beispiel das an. Das ist schon...
Oh, schade. Dass, ah, doch, hier geht's größer. Guckt euch das mal an. Ne, das, da kannst du schon relativ viel machen. Eisenbahn haben wir. Das ist eine Schmiede. Kampf haben wir auch. Also ich muss schon sagen, das ist spaßig. Auch guck mal hier so eine. Das sieht aus wie so ein Kraftwerk. Gefällt mir. Also ich hatte Spaß an dem Spiel. Ich kann das durchaus empfehlen. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, weil ich will natürlich auch für euch immer die neuesten PC-Spiele hier zocken. Und wenn ihr euch für Virtual Reality interessiert mit den Brillen, dann geht auf meinen anderen Kanal. Der ist natürlich auch wesentlich größer. Der hat über 10.000 Abonnenten. Und dann findet ihr alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.